Das sieht so aus. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 18. Spieltag in der Liquimoli Handball Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THSV Eisenach. Halbzeitstand in dieser Partie war 13:13, Endstand 26:27 für unsere Gäste. Das Ganze vor 8.602 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim. Glückwunsch an die Gäste und das erste Statement auch bitte vom Gästecoach Micha Kaufmann. Schönen guten Abend. Ich denke, es war ein Spiel auf und ab. Sie haben geführt, wir haben geführt. Es hat sich immer wieder abgewechselt. Ich denke, wir haben in der zweiten Halbzeit einen super Torhüter, der reinkommt und wichtige Bälle für uns hält. Vor allem beim Spielstand, wo es wirklich kippen könnte, beim 2018, wo wir uns dann schon auch ein bisschen schwer tun. Finden dann gute, glückliche Lösungen und finde nicht unverdient dann am Ende auch 2 Punkte geholt. Riesenrespekt an meine junge Mannschaft, wie sie gefightet hat, sich nicht aufgegeben hat und wie gesagt, mit 2 guten Torhütern heute drin. Denke, so haben wir das am Ende geschafft. Ich denke, sie hatten auch sehr große Probleme mit unserer Defense, mit unserer Deckung. Das hat uns eigentlich in diesem Spiel gehalten, finde ich. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem Trainer, von Sebastian Hinze, bitte. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Ich denke auch am Ende kann man auch von einem verdienten Sieg sprechen. Wir haben, ich finde, gerade in der ersten Halbzeit Probleme gehabt, offensiv. Über das ganze Spiel schaffen sie uns, das Tempospiel wegzunehmen, über eine Pressdeckung, hatten natürlich auch schon über die erste Halbzeit, wo wir relativ viele technische Fehler machen, eine kleine Verunsicherung. Zweite Halbzeit, finde ich, dann im 7-6 lösen wir das gut, kriegen immer eine gute Torchance, haben nur eine kleine Phase beim 23-20, wo wir dann mit 2 Fehlern und Gott dem Passivschlagwurf relativ schnell wieder auf Unentschieden ranlassen müssen. Aber in Summe nochmal, wenn wir so ein Spiel haben, zweite Halbzeit dann mit wenigen Fehlern, aber wenn wir dann im Heimspiel 11 klare Bälle liegen lassen, dann ist das unser Ding. Fertig. Vielen Dank. Dann wären wir bei Ihren Fragen, sollte es welche geben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich allen, die das hier sehen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, Start ins neue Jahr, den Gästen eine gute Heimreise. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.